Ich begrüße euch nun heute zum wahrscheinlich letzten Part von Mario Party 4. Wir spielen heute Warm Spaceman. Buhaha! Oder keine Ahnung, wie das heißt. Das ist die Einspieler-Kabums-Party. Hallo Wump. Habt ihr Bock drauf? Ich hoffe, weil das sah eigentlich mal ganz okay aus. Also, nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Welches Minispiel darf es sein? Puzzlepanik, damit fangen wir heute an. Setze das Puzzle so schnell wie möglich zusammen. Hoffentlich nicht nochmal ein 40-Minuten-Part. Aber selbst wenn, dann ist es so. Setze die Teile des Puzzles wieder zu einem Bild zusammen. Okay. Das ist nicht einfach wie... Was? Ja, ich nehme 20 Teile, das reicht mir erstmal aus. Ich habe zwar gesagt, dass ich mal wieder puzzeln möchte, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es hier ein 40-teiliges Puzzle gibt. Ich habe dafür 5 Minuten? Jo, was? Das tut er mir jetzt ehrlich an. Aber gut, ich habe halt hier wie bei so einem Kleinkind, fand ich früher auch cool, so eine Unterlage, damit ich so ein bisschen abgleichen kann, wo das hinkommt. Hier zum Beispiel habe ich gerade gar keinen Plan. Und ich bin gerade ein bisschen lustig, das gebe ich gerne zu, weil ich halt überhaupt nicht sehe, wo das hier hingehört. Aber es ist ja auch blöd. Jeder normale Mensch fängt doch mit dem Rand an, oder nicht? Nein, dahin. Die Musik, die macht es nicht besser. Hätte man hier nicht mal ein bisschen was Chilligeres einbauen können? Ist das so richtig rum, ja, ne? Ja. Oh, den hässlichen Kopf, den wollen wir eigentlich nicht. Sorry, not sorry. Das kommt dahin. Echt, ja? Ich war mir gerade gar nicht mal so sicher. Hä? Ach so, dahin. Wir wollen ja Peach auch einen Kopf geben. Aber das ist cool. Ich glaube, das spiele ich sogar mal mit 40 Teilen. Wollt ihr dazu ein Video? Hä? Und das? Hä, was? Ach so, hier. Ja, also jetzt wird es halt natürlich immer einfacher. Vor allem, wenn man es gar nicht mehr drehen muss, ist es halt nicht mehr so herausfordernd. Aber das ist ja wie beim normalen Puzzeln. Desto weniger Teile übrig sind, desto einfacher wird's. Kritisch ist es nur, wenn du merkst, dass Teile fehlen. Das ist dann nämlich sehr unbefriedigend. Sehr cool. Ist doch mal nett. Fand ich also wirklich gar nicht so schlecht. Ja, ja, meine Zeit ist 1,36. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich bin Puzzle-Chef? Bekommen wir jetzt immer einen Titel dafür oder so ein Mist? Ach komm. Ölbaron, grabe nach Öl und werde stinkreich. Wario würde sich freuen. Was? Grabe mit A dort, wo die Erde bebt. Je nach Bebenstärke erscheinen Ausrufezeichen. Bei Rumble-Funktion aus. Bewegen, graben, grabe dreimal, um Öl zu finden. Was? Was soll ich hier machen? Also da, wo die Erde bebt, soll ich dreimal A drücken. Richtig? Ich hoffe. Und wenn die Rumble-Funktion aus ist, ist da ein Ausrufezeichen, ja? Wie viel Zeit habe ich dafür? Hier. Gut. Da spielt man wenigstens sehr mit dem Rumble mal. Hier. Hä, hier vibriert's doch irgendwo. Hier. Finde ich auch mal gut. Hey, hat das was mit Genauigkeit zu tun, wie viele Punkte man für eine Ölstelle kriegt? Bestimmt, oder? Hier ist richtig stark. Das ist, glaube ich, bislang das Stärkste. Ja! Hä, hier war gerade was. Hier.
Was, das hat mir so viele Punkte gegeben? Boah, Donkey, wir sind ja richtig gut. Mach, hau! Los! Oh, das hat noch gezählt, oder? Sehr gut. Ja, hier das Ergebnis. 114 Fässer. Und, was bin ich? Ich bin ein Neureicher. Natürlich. Ist aber schon ganz cool gemacht. Mit den Titeln irgendwie. Pilzdoktor, rette deine Patienten. Was ist das? Dr. Mario? Beziehungsweise Dr. Donkey Kong? Finde den Patienten, der den Giftpilz gegessen hat. Er unterscheidet sich durch den Herzschlag. Ja, was? Und woher kenne ich den Herzschlag? Toad, definitiv, das war ganz komisch. Da muss ich mich auch wieder sehr aufs Rumble verlassen. Oh, okay, das war ja richtig. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich finde das nämlich gar nicht mal so einfach. Ihr könnt das halt leider gar nicht so nachvollziehen, wenn ihr das nicht, wenn ihr den Controller dabei nicht in der Hand habt. Aber ich finde das richtig gute Einbindung vom Rumble. Das hier, das ist sehr schnell, habe ich das Gefühl. Vom Goomba. Aber ich bin mir nicht sicher. Es war relativ ähnlich alles. Aber okay, es passt, es passt, es passt. Zwei Toads, okay. Okay. Ich muss den Goomba nehmen. Ich bin mir sehr, sehr unsicher, was es hier war. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, beim Goomba war es am schwächsten einfach. Fuck. Ich sollte kein Arzt werden. Tut mir leid, Toad. Ich hoffe, der ist nicht tot oder so. Sorry! Naja. Vertraut mir dabei also nicht. Quacksalber? Was soll denn das bedeuten? Keine Ahnung. Tür ins Nichts. Geh durch die Türen, solange du kannst. Das klingt ja auch mal wieder richtig spannend. Wähle die linke oder rechte Tür und schreite hindurch. Eine führt weiter, die andere hingegen... Ja, was? Die andere hingegen? Werde ich da gefressen, oder? Auf jeden Fall ein Glücksspiel. Nicht gut. Stehen da unten links eigentlich meine aktuellen Titel? Weil da stand irgendwas von Knauf Baby. Also sorry. Seid mal nicht so frech. Das beschreibt mein Glück im Mario Party. Also wirklich. Das ist einfach genau das. Das ist einfach so wunderbar wieder. Wir machen das noch mal. Sorry. Ja, ja. Ja, jetzt bin ich echt ein Knauf-Baby. Das ist ein Glücksspiel, Wump! Ich finde das cool, wie der da auf der Bühne und so steht. Es hat irgendwie was. Ich skip das mal. Ich nehme jetzt trotzdem wieder die rechte Tür. Okay, rechts ist scheiße, ich verstehe. Habt ihr ja auch irgendwo recht. Das ist doch... Das ist nicht möglich, dieses Spiel, hä? Ja, hier das Ergebnis. Wir spielen das nicht nochmal. Das
ist die größte Rotze überhaupt. Kann das mal hier schneller vonstatten gehen, bitte? Danke. Bob-Omb-Kreuzung, weiche den Bob-Ombs aus, solange du kannst. Das klingt doch mal wieder nach einem Skillspiel. Wofür Donkey Kong hoffentlich nicht was zu breit ist. Aktuell bin ich der Knallfrosch. Hier läuft ein Haufen Bob-Ombs herum. Lass dich nicht von ihren Explosionen erfassen. Bewegen. Mach mal. Explodieren die, sobald ich sie berühre? Oder was ist jetzt hier der Sinn? Ach ne, die explodieren auch so. Okay, gut. Das war jetzt noch nicht so sehr aus der Beschreibung zu entnehmen, fand ich. Ich kann jetzt hier einfach einen Rekord aufstellen. Die, visieren die mich alle an? Ne, alle nicht. Okay, gut zu wissen. Alter, das ist aber echt krass, das Spiel. Die Spiele kann man ja auch alle nur alleine spielen. Ist also perfekt für mich gemacht. Ah, ich darf die berühren, wenn sie noch nicht explodieren, ja? Ja, okay, gut. Weil das wusste ich ja bisher noch nicht. Ich dachte, die gehen dann irgendwie instant hoch oder so. So wie ich. Wenn irgendwas nicht funktioniert. Oh ja, ich hab's gemerkt, das war nicht gut. Nicht mal eine Minute. Obwohl, das hätte noch... Ja, eine Minute wäre drin gewesen. Soll ich nochmal probieren? Eigentlich können wir noch mal kurz probieren, oder? Weil das Mini, das Spiel ist cool. Ist zwar sehr simpel, aber ich weiß nicht, ich mag sowas. Was bin ich jetzt? Immer noch ein Knallfrosch! Ja, komm. Der Wump, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung von guten Spielern. Oder ich bin einfach wirklich scheiße. Wir spielen das noch mal. Hallo, Bob-Ombs. Ach man, immer wenn ich Bob-Ombs sehe, muss ich an Bobby denken. Aus Paper Mario, der Origami King. Der war cool. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Könnt ihr den Teil finden, wie ihr wollt. Ich fand's cool. Bobby war ein guter. In seinem Herzen. Wenn er manchmal genervt hat. Schaut euch Paper Mario, der Origami King bitte an, okay? Ist echt gut. Ich möchte im Übrigen auch bald wieder Paper Mario spielen, wenn... Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Weil Paper Mario war ja nicht so Bombe, ne? Aber wir sind gut dabei. Ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren. Also die Taktik im Kreis zu rennen ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich drehe jetzt mal, weil da so viele kamen von der anderen Seite. Guck mal, wir haben jetzt auch schon eine Minute durchgehalten. Aber es werden halt auch immer mehr... Die rennen mir halt richtig hinterher mittlerweile. Seht ihr ja, wie krank der Typ da ist. Alter, WTF. Alter, was? Die kommen alle. Alter, das war übel knapp. Glaube ich zumindest. Sah knapp aus. Ich gehe hier lang. Aber ich bin froh, dass ich das nochmal versucht habe. Death Try ist ja so viel besser. Ich gehe hier mitten durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Let's go, DK! Wir machen auch die 2 Minuten voll. Schickt mir gerne Videos, wie ihr das spielt, falls ihr Mario Party 4 habt. Das habe ich früher öfter gesagt, ne? Dass ihr das mal machen könnt. Ja, scheiße, keine 2 Minuten. Jetzt ärgert's mich. Soll ich nochmal machen? Nee, mache ich nicht. Ach, ich finde das spaßig hier irgendwie. Diese Einzelspieler-Dinger. Spiel spaßiger als diese Bretter im letzten Part. Also das Spiel vielleicht mit den Türen. Das war scheiße. Jetzt bin ich ein Knallkörper. Ich frag mich, was hier der Weltrekord ist. Wollen wir mal darauf reagieren? Hm, mal sehen. Goomba stampfen. Spring in den Roboter und schnapp dir die Goombas. Beziehungsweise Goomba.
Ah, ne, Goombas ist richtig. Spring in den Roboter und schnapp vor Ablauf der Zeit so viele Goombas wie möglich. Richtung ändern, vorwärts, rückwärts, Highscore 0 Goombas. Goombas Liebling bin ich aktuell. Ach, ich möchte eigentlich Goombas Liebling bleiben. Bin ich es wenigstens von irgendwem. Was? Was ist das für eine beschissene Steuerung? Alter, was? Ich schieße die ja einfach übel weg. Yo, das ist ja übel nice. Macht Platz, ihr braunen Dinger. Alter, ich bin so ein Mörder. Die tun mir irgendwie so leid, weil die können ja gar nichts machen. Die können ja gar nichts dafür eigentlich. Die wohnen doch einfach nur hier. Was mache ich hier? Die Armen. Also jetzt bin ich nicht mehr deren Liebling. Glaube ich. Jetzt bin ich ihr Feind. Hier ist das Ergebnis. Du hast 20 Goombas gefangen. Gefangen vor allem. Ja. Das war nicht gefangen, das war übel brutal. Goombas bekannter. Okay. Wie entstehen eigentlich Goombas? Möchte ich das wissen? Ich glaube nicht. Die wachsen bestimmt an Bäumen oder so. Na egal. Wir philosophieren da auch nicht mehr drüber. Das war Mario Party 4. War, finde ich, einer der spaßigsten letzten Parts jemals. Hat mir wirklich viel Spaß bereitet hier, der Einzelspielermodus. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ja. Ich hoffe, euch bei Mario Party Jumbo Ray dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Oder bei dem, was hier danach kommt. Ich danke euch wie immer vielmals, dass ihr hier dran geblieben seid. Vielleicht mit mir Spaß hattet. Und ja. Ich danke auch natürlich wieder Hudson Soft und Nintendo fürs Rausbringen dieses Spiels. Ich hatte meinen Spaß. Und wir sehen uns irgendwann natürlich auch in Reihenfolge wieder bei Mario Party 5. Bis dahin habt ihr hoffentlich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.